Klingberger Kalligraphiekurse seit 1992, also schon eine echte Tradition. In diesem Jahr sind die Termine vom 19. Februar bis zum 21. Februar ein ganz normales Wochenende. Dann haben wir vom 30. September bis zum 3. Oktober ein verlängertes Wochenende dank des Feiertages und vom 11.11. bis zum 13.11. dann wieder ein normales Wochenende. Ja, die Klingberger Kalligraphiekurse, warum habe ich es da selber als Dozent so lange ausgehalten? Ich fühle mich da immer sehr wohl. In Ostholstein, in der Nähe der Ostsee, in der Nähe des Pöhnitzer Sees. Also man kommt an, fühlt sich wie im Urlaub und die Bildungsstätte animiert einen dann entspannt zu arbeiten. So, wie gesagt, haben unzählige Kurse dort stattgefunden. Das Ganze ist auch leicht zu erreichen, direkt mit der Bahn, entweder bis Pöhnitz oder bis Scharbeutz. Die Autobahn ist auch ganz in der Nähe. Das Ganze ist ungefähr 25 Kilometer nördlich von Lübeck. Ja, das Thema des nächsten Kurses kann ich ja schon verraten. Das ist die gotische Kursive, also vom 19. bis zum 21. Februar. Freitagabend geht's los um 18 Uhr bis Sonntag und Sonntag nach dem Mittagessen, so gegen 14 Uhr, ist dann Schluss. Preise und so weiter finden Sie alles auf meiner Internetseite kalligraphie.net. Alles sind alles Inklusivpreise, also Vollpension und Kurs. Das Thema, wie gesagt, das Thema des nächsten Kurses ist die gotische Kursive. Die anderen Themen können Sie dann auch auf meiner Internetseite nachlesen. Soweit ich weiß, sind noch 2 oder 3 Plätze jetzt im Februarkurs noch frei. Okay, ich hoffe, wir sehen uns da in Klingenberg an der Ostsee in Ostholstein.